Ja, besten Dank für die Einladung. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie ausgerechnet ein Archiv sich so intensiv mit der Zukunft auseinandersetzt. Auch bei uns Medienschaffenden ist in letzter Zeit in den Bereichen, die bei Ihnen Thema sind, einiges in Bewegung geraten, und ich schildere Ihnen gerne, was unsere Überlegungen, etwas praxisbezogenen Überlegungen zum Thema öffentlich zugängliche Datensammlungen sind. Jetzt habe ich ein Problem, weil es nicht weitergeht. Ja. Ich arbeite für das Recherchedesk von Matin Dimanche und Sonntagszeitung, und das ist ein Labor, in dem wir journalistische Methoden testen und auch entwickeln. Und dass es uns gibt, das ist kein Zufall. Unser Projekt ist eigentlich Teil einer strategischen, einer sehr marktgetriebenen Überlegung. Ausgangspunkt ist der Überlebenskampf, in dem sich Medien heute befinden. Es ist die Erkenntnis, dass Journalismus im Durchschnitt eben so, wie er betrieben wird, nicht mehr genügt, um teure Printtitel zu verkaufen. Hier braucht es einen deutlichen Mehrwert. Deshalb müssen einige von uns außerordentlicher, spezieller werden, und mit dieser Spezialisierung werden wir auch einen journalistischen Mehrwert erzeugen können. Generell kann man sagen, dass Journalisten und Journalistinnen heute stark von Dokumenten und Daten her denken, stärker als früher. Dokumente und Daten sind eine gute Ausgangslage für eine effiziente Recherche. Wer das Beschaffungs-Know-how für Daten und Dokumente hat, der ist der Konkurrenz überlegen, und er bekommt damit zu exklusiven Inhalten. Auch deshalb ist bei uns das Öffentlichkeitsprinzip, Open Data, Datenbanken, Statistiken, das sind bei uns Thema. Und bei uns gibt es Leute, die sind spezialisiert auf das Handling von großen Dokumentenmengen oder die Visualisierung von Daten. Das ist eine Entwicklung, die gibt es in der Schweiz in Ansätzen, im Ausland ist das weit mehr spürbar. Im Mai beispielsweise trafen sich Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa in Brüssel zur Data Harvest Konferenz. Das Thema dort war, wie kommen wir mit Informationsfreiheitsgesetzen an Daten und Dokumente, und wie generieren wir aus großen Mengen von Daten und Dokumenten dann journalistische Geschichten. Das Einzige, was ich Ihnen damit sagen will: Wir kommen. Es wird nicht eine große Anzahl von Journalisten sein, die sich so spezialisieren, aber es wird sie in Zukunft geben. Bei uns im Recherchedesk haben wir mit dieser Spezialisierung schon etwas begonnen. Ich möchte Ihnen drei Beispiele unserer Arbeit vorstellen. Einige haben das schon gesehen. Es gab eine Präsentation im Bundesarchiv, für die anderen wiederhole ich das gerne. Nach dem Informatikdebakel bei der eidgenössischen Steuerverwaltung, Stichwort war Insieme, haben wir uns gefragt, ist es beim Bund gängige Praxis, dass ehemalige Bundesangestellte von Beschaffungsprojekten der Verwaltung profitieren? Wir nahmen 1745 Geschäfte unter die Lupe im Umfang von 4,47 Milliarden Franken. In einem ersten Schritt benötigten wir etwas ganz Simples. Wir wollten wissen, wie viele Bundesangestellte in den letzten 10 Jahren es gab. Doch schon hier stießen wir auf Probleme. Das war unser erstes Hindernis. Diese Daten sind auf den Portalen der Bundesverwaltung nicht digital erhältlich. Uns blieb nichts anderes übrig, als zum Skalpell zu greifen. Wir schnitten Staatskalender auseinander und digitalisierten diese Personenlisten. So erhielten wir eine Liste mit 80.000 Beamten der Bundesverwaltung. Problem Nummer zwei: Mit der Website CIMAP lässt sich zwar gezielt nach Beschaffungsprojekten suchen, aber es gibt keine Liste von allen Beschaffungen. Da mussten wir einen externen Dienstleister
beauftragen oder ein externer Dienstleister half uns dabei. Er warf seinen Datenstaubsauger an und lud alle Aufträge in einem automatisierten Verfahren von der Datenbank. So generierten wir die 430 Zulieferer und in einem nächsten Schritt dann auch alle Personen, die von diesen Beschaffungsprojekten als ehemalige Prokuristen, Verwaltungsräte, Direktoren etc. profitierten. Mit einer Datenfusion konnten wir dann eigentlich feststellen, wie die Verbindungen zwischen den Firmen und den Bundesämtern sind und zwischen ehemaligen Bundesangestellten und auch Lieferfirmen. Eine grafische Umsetzung eröffnete uns dann einen Blick in einen neuen Kosmos, in den Beschaffungskosmos der Schweizer Bundesverwaltung. Wir stießen schließlich auf eine Reihe ganz konkreter Seilschaften, die wir mit konventionellen Mitteln, journalistischen Arbeitsmitteln dann genauer anschauten und auch thematisierten. Was wir aus der Arbeit hier gelernt haben, selbst grundlegende Daten der Verwaltung, wie jene von Bundesangestellten oder Beschaffungen, sind heute nicht öffentlich verfügbar. Sie müssen mit recht großem Aufwand mit unkonventionellen Mitteln heute beschafft werden. Das zweite Beispiel. Jeweils im Frühjahr präsentiert das Bundesamt für Straßen die Verkehrsunfallstatistik. Da wird gesagt, wie viele Tote, wie viele Schwerverletzte, wie viele Fußgänger, wie viele Radfahrer auf den Schweizer Straßen einen Zwischenfall hatten. Wir wollten diese detaillierte Statistik nach unseren ganz eigenen Kriterien auswerten und verlagten den Datensatz vom ASTRA, vom Bundesamt für Straßen. Das ASTRA setzte dann einen Vertrag auf. Wir mussten uns verpflichten, die Daten sofort nach Verwendung zu vernichten und mussten noch 500 Franken dafür bezahlen. Eigentlich sind wir der Meinung, diese Daten hätten aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips der Verwaltung formlos und gratis zur Verfügung gestellt werden sollen. Nichtsdestotrotz, wir machen uns an die Arbeit und generierten aus den Zahlen eine Aussage, welche sich kein Bundesamt hätte erlauben können, dass Berner und Innerrhoder nämlich die schlechtesten Autofahrer der Schweiz sind. Natürlich gingen wir weiter. Wir untersuchten verschiedene Aspekte dieses Datensatzes. Wir werteten die Daten unter anderem auf ihre Örtlichkeit aus und konnten so Unfall-Hotspots der Schweiz lokalisieren. Wir fanden zum Beispiel den problematischsten Kreisel der Schweiz in Locarno, in dem es im entsprechenden Jahr zu 35 Unfällen gekommen war. Es gab auch weitere Auswertungen, zum Beispiel, dass mittags zwischen 12 und 12.15 Uhr das Unfallrisiko auf Schweizer Straßen am höchsten ist und vielleicht eher eine Schmunzette, dass viel mehr Männer als Frauen für Parkunfälle verantwortlich sind. Die Lektion, die wir hier gelernt haben, es ist keine Selbstverständlichkeit, Zugang zu Daten der Verwaltung zu erhalten, obwohl diese, wie in diesem Fall, eigentlich im Interesse der Öffentlichkeit gesammelt werden. Zudem ist der Zugang zu Daten mit Geldforderungen verbunden. Offshore-Leaks, das wir im Recherchedesk der Sonntagszeitung gehandelt haben, ich gebe es gerne zu, da kamen wir an die Grenzen. Eine Herausforderung war die Menge der Dokumente, 2,4 Millionen A4-Seiten umgerechnet. Es war aber vor allem auch die Komplexität der Recherche. Wer mit den Datensätzen gearbeitet hat, der wurde von einem Moment zum anderen zum Wirtschaftsermittler. Es galt, ein komplexes Bild zusammenzusetzen, die richtigen, die zulässigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Ich glaube, viele Journalistinnen und Journalisten haben international diese Herausforderung, die komplexe Recherche, gut gemeistert. Und ich bin sicher, in Zukunft werden Journalisten vermehrt an solche Projekte sich wagen und auch komplexe Rohdatenbestände von der Verwaltung verlangen. Mein Fazit, wir sind in der Lage, verantwortungsvoll mit Rohdaten umzugehen und in rascher Zeit auch ein Know-how aufzubauen. Etwas wird sich in Zukunft nicht ändern. Wir sind Journalisten und keine Wissenschaftler. Wir versuchen immer, einen eigenen thematischen Zugang zu Daten zu kriegen. Journalisten suchen immer nach Trüffeln und Diamanten. Und Trüffelschwein ist bei uns kein Schimpfwort, sondern eine Anerkennung. Das heißt konkret, für uns Journalisten ist zu Beginn einer Recherche eine gute Übersicht wichtig. Wir brauchen quasi eine Landkarte der Daten und Dokumente, auf die wir uns stützen können, wo wir bestimmen können, wo wir in die Tiefe gehen wollen. Wir möchten zum Beispiel mit wenigen Mausklicks erfahren, in welcher Datenbank eine Person, wie oft und in welchem Zusammenhang bei Ihnen erfasst ist. Deshalb interessieren uns auch Projekte wie das Overview Project, ein auf Journalisten ausgerichtetes Informatiktool zum Managen von großen Dokumentensammlungen. Journalisten gehen heute mit dem Bewusstsein an die Arbeit, dass sie ein Recht auf Zugang von Dokumenten und Daten haben. Wenn Ihnen die Daten vorenthalten werden, wird das zu einer öffentlichen Entrüstung in der Journalistengemeinde, wie kürzlich ein Tweet im Zusammenhang mit meinem Kollegen Fabian Eberhardt, der von der Kommission gegen Rassismus ein Dokument erhielt, das ziemlich schwarz war. Wir sind heute mit einer ziemlich verunsicherten Verwaltung konfrontiert, die ängstlich auf ihren Daten und Dokumenten sitzt. Man gibt aus Angst, Fehler zu machen, lieber weniger als mehr heraus. Oft sind Entscheide schlecht begründet. Es kommt zu länglichen Diskussionen, zu Schlichtungs- und Gerichtsverfahren, die oft von der Verwaltung verloren werden. Wir wünschen uns in Zukunft ein kurzes, ein transparentes, ein professionell abgewickeltes Zugangsprozedere zu Daten und Dokumenten. Und noch etwas, die Nutzung von Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsdaten soll eine Selbstverständlichkeit werden. Im Umgang mit Verwaltungsakten spielen Persönlichkeitsrechte immer auch eine zentrale Rolle. Ein Blick auf das norwegische Pendant zum Schweizer Projekt Single Point of Orientation, der Plattform, in der Norwegen alle Verwaltungsdokumente in einem öffentlich zugänglichen Online-Katalog verzeichnet, macht deutlich, hier erfahre ich viel. Zum Beispiel, dass eine Person aus der Schweiz in Norwegen einen Antrag für einen Führerschein gestellt hat. Man kann sich fragen, ist das nötig? Brauchen wir das? Muss das öffentlich sein? Investigative Journalisten müssen den Zugang haben. Vielleicht ist das gerade das Puzzleteilchen, das in der Recherche noch gefehlt hat. Wird der Zugang beschränkt, kann der Journalist seine Funktion im Staat, die Funktion eines Watchdogs, nicht mehr genügend gut wahrnehmen. Eine unserer Kernkompetenzen ist der Umgang mit Persönlichkeitsrechten. Es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum agieren. Auch wir unterstehen den Gesetzen, auch wir werden bestraft, wenn wir jemanden verleumden, Persönlichkeitsrechte verletzen oder eine Firma zu Unrecht diskreditieren. Zudem haben wir strenge, strikte Standesregeln. Wir können unseren Job nur gut machen, wenn wir einen Vertrauensvorschuss kriegen. Ein gutes Modell wird bei den Gerichten praktiziert. Dort werden Journalisten akkreditiert und sie werden verpflichtet, Persönlichkeitsrechte zu wahren. Ich finde, das ist ein prüfenswertes Modell. Statt ganze Datensammlungen für Medienleute zu anonymisieren, könnte man von ihnen auch das Versprechen verlangen, die Persönlichkeitsrechte zu respektieren.
Ich komme zum Fazit, zum Schluss. Der Zugang zu großen Mengen von Daten und Dokumenten ist immer noch schwierig in der Verwaltung. Selbst rudimentäre Daten stehen noch nicht zur Verfügung. Bisweilen ist das Zugangsprozedere schwierig und nicht einheitlich. Auf der anderen Seite werden Medien vermehrt ihren Anspruch auf Datensammlungen anmelden, wobei ich in Klammern bemerken möchte, es ist Medienschaffenden spielt es kein, kommt es nicht darauf an, ob die Daten im Bundesarchiv oder bei einem Amt liegen. Was wir uns wünschen, ein Findmittel, das rasch lokalisiert, wo welche Informationen liegen. Wir möchten den Zugang zu den Rohdaten, denn wir können damit umgehen. Wir wollen einen unkomplizierten, raschen Zugang, klare Prozesse, und das bedingt ein neues Selbstverständnis der Verwaltung, das beinhaltet, dass Verwaltungsdaten nicht Eigentum der Verwaltung sind, sondern eigentlich der Allgemeinheit gehören.